Schmeckt den Baum mit vielen Feigen. La 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 la. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Let's Play Dark Souls von ihrem 93 Chovo. Ich habe das Rätsel gelöst, so müssen die Plattformen stehen, die Gewichte, damit es richtig läuft. Ich habe beim letzten Mal richtig Glück gehabt, bevor der Part zu Ende war, konnte ich es noch beenden und dann ist abgeschmiert. Also langsam bin ich mit meinem Latein am Ende, also woran es wirklich liegt. Ich habe jetzt mal die Auflösung des Spiels geändert, auch mit der Befürchtung, dass es dann vielleicht nicht mehr so flüssig läuft, aber vielleicht macht es was. Und sonst muss ich im Internet echt mal im allwissenden Internet da mal schauen, was ich ändern muss, damit es flüssiger läuft. Also ich merke gerade jetzt schon, dass es nicht so einwandfrei ist, aber ich muss halt jetzt mal probieren. Mal das Beste hoffen. Ansonsten habe ich ja, falls euch interessiert, ansonsten habe ich ja immer 1280 zu 720, so wie ich meine Videos halt auch dann dann rendere. Also HD. Nicht Full HD, aber HD. Ein bisschen Gesundheit könnte ich mir holen. Da drüben war ja noch eine. Gut, wie lenke ich jetzt den Strahl darüber? Das ist die Frage der Frage der Lage. Die Frage der Lage. Ah, von da aus, von der Ecke kann ich es machen. Alles klar. Von hier aus müsste ich eigentlich zielen können. Oh, vibriert, vibriert, vibriert. Moment, nee, so weit kann ich ja nicht schießen. Also, erstmal hier und dann wieder durch. Vielleicht ein bisschen tiefer, damit ich es besser sehen kann. Alles klar. Es ist da eins. Jetzt muss ich nur noch da eins hinsetzen. Feuer. Na, verdammt. Nee, Moment, das hat ja nicht geklappt. Sonst wäre das hier ja weg. Okay, schöne Aussicht haben wir. Gut, jetzt sind wir da, wo es hin soll. Okay. Vibrationsalarm. Alles klar, jetzt passt es. Jawoll! Volltreffer, genau und sehe so, wie es gewünscht war. Jetzt muss ich nur noch. Jetzt muss ich nur noch durchspringen. Ne, Moment. Das eine muss jetzt wieder hier hin und da muss ich abwarten, bis das drüben auf der richtigen Seite ist. Bisschen tiefer, bitte. Der Weg ist doch so kurz. Ja, da hätte ich hingemusst, oder? Weil jetzt komme ich wieder auf der Seite, wo ich bin. Doch nicht. Geronimo! Ja, doch, ich war noch auf der gleichen Seite. Das gleiche wie. Wobei, es macht jetzt doch nicht so einen Unterschied. Wobei ich mich aber frage, was sollte es für einen Unterschied machen, wenn ich. Was für einen Unterschied sollte ich jetzt machen, wenn ich es auf eine Auflösung einstelle, die vorgegeben ist? Es könnte aber auch damit zu tun haben, dass ich dabei ja auch noch Fraps laufen habe. Dass das Spiel, wie ist der? Da war jemand draußen, der hat mein Augenlicht kurz hier betrübt. Hehe. Vielleicht liegt es echt daran, dass dann jetzt dann mit Fraps, wenn es dann auch noch aufnimmt, dass es dann ein Problem hat. Ja, ich rede jetzt die ganze Zeit über das. Na super. Aber zumindest ist der Platz jetzt frei. So komme ich einfach rüber. Da muss es hin. Und da muss es einfach nur richtig rumlenken. Alles klar. Auge der Kollege sehen. Dann spielen wir mal Darts an. Alle ab. Seelen sollen mir nicht fehlen. So. Mach ich es lieber sicher. Na. Sicher und ich sterbe. Aber bisher habe ich es ja auch so aufgenommen.
Und dann passierte dies. Auki, doki, loki. Ja, okay, ich bin auf dem Boden, der gerade wegbrechen wollte. Okay, wie mache ich das jetzt? Ja, dann mache ich auch mal das Shuriken. Shuriken, bitte, dankeschön. Ah, da muss ich von der mittleren aus, oder? Ja, ich muss von der mittleren Fläche aus, sonst komme ich nicht an die anderen dran. Die sind sonst so weit weg. Lula, 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 lula. Arnkelsatmus, lalaba. Ich sag gute Nacht, and I say good night. Dort oben leuchtet ein Stern. Oh yes, I see the light. Die Sonne geht schlafen, der Tag ist vorbei. Mein Arnkelsatmus. Muss singst das Lullaby. Da, ganz knapp. ganz knapp. Ich glaube, ich weiß, wie es gewollt ist. Ich muss. Oder ist es so gemacht? Ist es so gewollt, wie ich meine? Das könnte vielleicht hinhauen. Dass wenn ich hier durch die Portale reise. Dass ich dann einmal ich erstmal die beiden dann hochmache und dann gehe ich einfach durchs Portal und dann kann ich den anderen Weg nehmen. Jetzt ist es vorbei. Das wird prima. Viva Colonia. Wir leben das Leben der Hunger und der Durst. Wir haben immer Wurst und auch immer Durst. Ich weiß nicht, wie man den Text wirklich singt. Ich habe den Spruch. Ich habe den Spruch. Das ist ein gesungener Spruch. Ihr schaut mich nicht so komisch an, auch wenn ihr mich nicht sehen könnt, aber ich kann euch sehen. I see you in your dreams. I see you when you're sleepy. Was bringt das? Was mache ich eigentlich? Ich wollte mal zeigen, wie man schön in den Tod laufen kann. So geht's ja nicht. So geht's ja nicht. Weil den kann ich von hier aus nicht erwischen. Ach, jetzt kann ich ihn doch erwischen. Und? Bitte, 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 bitte. Ach, am Anfang muss der eins hin. Aha. Aha, aha, aha. Aha. Mhm, I tell you, baby. It is not gonna going good. Ja gut, das kann ich von hier aus erwischen. Okay. Wie habe ich das jetzt nochmal? Wie habe ich das jetzt nochmal gemacht? Ich habe mich hier in die Ecke rein. Ja, da war vor meiner Ecke. Warte, das läuft doch, das kriege ich hin. Verdammt, ich war nicht nah genug. Du bleibst oben. Komm schon, näher. Ich krieg das hin. Ich habe so das Gefühl, dass das nicht so gehen sollte, aber ich habe eine andere Möglichkeit gefunden, es zu machen. Mal sehen, vielleicht mit einem Fuß in der Luft? Und dann komme ich hin. Alles klar. Einmal her. Oh nein, dann sind die Portale nicht da. Einmal hier. Einmal drehen. Heidewitzka. Doch, es ist da. Komm schon. Schieß. Nicht doch nicht auf den Stein. Komm schon. Bleib du verdammt nochmal oben. Und komm schon. Komm schon. Bitte. Okay, ihr habt recht, ich habe das eine Portal falsch gesetzt. Okay, wie komme ich jetzt nochmal zurück? So komme ich schon mal nicht zurück. Ah, ich fühle mich, jetzt weiß ich, wie Fallobst sich fühlt. Es will nicht fallen, aber es fällt.
Ja, mach einfach mal mit dem Schuring die Scheibe kaputt. So kann man auch durch eine Scheibe gehen. Einfach mal kaputt machen hier. Okay, jetzt weiß ich, denke ich, wie es gewollt ist. Okay. Durchspringen! Okay. Ach, und so komme ich auch wieder zurück. Bin ich ein Schussel? Zack. Zack. Achso, das Gelbe kommt durch. Bin ich hier bei versteckter Kamera oder warum läuft da jetzt auf einmal alles schief? Hä? So langsam werde ich wieder stinkig. So langsam könnt ihr mich Stinky-Schlumpf nennen. Okay, ganz langsam. Okay. Okay. Alles klar. Gut, jetzt mache ich hier eins hin. Nicht die Scheibe kann man auch kaputt machen, krieg. Hier können wir nicht Karglas rufen. Okay, so passt es auch. Und jetzt den Weg zu der nächsten, zu dem nächsten Teil. Wobei, klappt es so? Wobei, von hier aus könnte ich vielleicht... Wenn ich richtig laufe, kann ich es vielleicht schaffen, dass ich dann den... Dass ich dann den Greifhaken kriege. Wobei, das Tor bleibt ja offen. Okay. Jetzt wieder auf mein Glück hoffen. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Komm schon, bitte, 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 bitte. Kapuschi-Angriff. Kapuschi-Angriff, Taktik Nummer 1a. Positiv. Gut, jetzt muss ich noch wieder zurückkommen. Wie mache ich das? Auf dem normalen Weg, würde ich mal sagen. Auf dem sicheren Wege, dem nicht tödlichen Wege. Ja, du steinerne Brücke, du lass dir nur Zeit. Lass dir einfach Zeit. Okay, jetzt kannst du dich ein bisschen beeilen, okay? Dankeschön. Wer erwartet kein Trinkgeld? Yes, das Trinkgeld hast du dir gerade echt. Eigentlich hattest du dir ein Trinkgeld verdient, aber nein. Aber nein. Da bin ich ja sogar mit der Deutschen Bahn schneller als mit dir. Dios mio. Irgendwie werde ich, wenn ich aufgeregt bin, immer zum Mexikaner. Dios mio. Arriba. Andele, andele. Burrito. Jalapeno. Okay, gut. Ja, so mal dabei. Aha. Okay, jetzt ganz langsam. Mit Ruhe und Bedacht. Mit Bedacht und mit Ruhe. Ja. Keine Sorge, das ist nur eine elektrische Zahnbürste, was ihr hört. Mit Massagefunktion. Oh Mann. Ich entscheide. Diese Entscheidung vom Spiel, die tue ich jetzt nicht hinterfragen, warum ich bin eigentlich runtergefallen, aber anscheinend bin ich doch materialistisch gesehen war ich auf dem Boden der anderen Seite und deshalb bin ich da gespawnt worden. Okay, alles klar. Okay, die nächsten Monster bitte. Wer möchte was auf die Schnauze haben? Wer möchte etwas von mir haben? Seht ihr das, wie sich sogar der Umhang von Krieg so ein bisschen bewegt? Okay, jetzt framed es ein bisschen runter. Wobei es eigentlich noch geht, weil wenn es nur beim Aufzug ist, ihr wisst ja, wie das beim Aufzug ist. Echt, der Stoff von Krieg flattert so ein bisschen so. Hulala. Aha. Hihi, hoho. Und dafür ist die ganze Folge hier verbraten. Na gut. Und dann bleibt uns ja nur noch ein Strahl, den wir umlinken müssen. Und dann kommen wir zu Strager. Hallo.
Ah, jetzt muss ich es zum Glück nicht mehr frei machen. Das habe ich ja in dem letzten Part mich bemüht. Ja, okay. Was, Ray? Keine Sorgen. Brauchst du ja keine Gedanken über Stromrechnung machen. Hier riecht es ein bisschen komisch. Hier riecht es ein bisschen angebrannt. Nein, ich bin das nicht. Naja, vielleicht grillt draußen jemand in meiner Nachbarschaft. Ja, es ist meine Nachbarschaft. Ich bin der Meister des Blocks. Okay, einmal hier und dann einmal da unten. Ja, daneben. Hallo. Na warte, dich krieg ich. Leute strahlen um. Ja, bin schon dabei. Halt doch mal still. Kapuschi. Ich greife ihn nicht. Atrei, ich komme mal zu dir runter. Spreche mit Atrei. Nein, ich will jetzt nicht mit ihm sprechen. Danke. Okay, jetzt muss das nur noch treffen. Obwohl, ich stehe am besten nicht im Strahl. Okay, das kann jetzt ein bisschen dauern. Bis es rein... Jawohl! Und der zweite Schädel ist erleuchtet. Das Universum ist krank, Reiter. Der feurige Rat weigert sich, das zuzunehmen. Aber jene, die genau hinschauen, sehen das. Wir mussten etwas tun. Ein offener Angriff auf das Dunkle Reich würde bedeuten, den Pakt zu brechen. Was du vorschlägst, ist Wahnsinn! Azrael, das Böse verfinstert jeden Winkel der Schöpfung. Und der Himmel wartet? Der Rat bindet uns die Hände. Wer ihn in Frage stellt, zweifelt am Schöpfer. Meinst du wirklich, du weißt es besser? Ja, alter Freund. Weiß ich. Wenn die Siegel gebrochen sind, wird die Hölle ihre Auserwählten schicken, um den Krieg zu erklären. Ihre Anführer werden sich an einem Ort versammeln und dort werden wir der Bestie den Kopf abschlagen. Die Höllenwache steht bereit. Aber das Brechen der Siegel wird den Endkrieg auslösen. Das Reich der Menschheit ist noch nicht stark genug. Die Erde wird vernichtet werden. Nein, es wird keinen Krieg geben, Azrael. Wir werden die Dunklen zerschlagen, bevor er beginnen kann. Der Pakt ist ein heiliges Abkommen. Selbst wenn wir siegen, werden wir uns dem Zorn des Rates aussetzen. Sie werden ankommen und die Siegel intakt vorfinden. Und es wird unser Wort, das Wort des Himmels, gegen das des Prinzen der Lüge stehen. Verstehst du jetzt? Die Siegel werden neu gegossen. Alle werden glauben, dass die Legionen der Hölle angegriffen haben und durch uns der Gerechtigkeit zugeführt wurden. Zum Ruhme des Lichtes wirst du es tun. O Azrael, du alter Narr. Wir haben alle bis auf eines gebrochen. Abaddon befahl, dass das letzte Siegel nicht beschädigt werden darf. Er hat es persönlich verteidigt. Bist du sicher? Ohne Frage. Wir haben es gewagt, die Reiter nicht mit einzubeziehen. Wir hätten uns nie träumen lassen, dass wir es müssten, bis es zu spät war. Und doch muss ich jetzt den Preis für euren Betrug zahlen. Verrat! Krieg! Finde heraus, wer daran beteiligt ist! Lass sie bezahlen! Fang mit diesem an! Nein. Na, du verweigerst dich dem Willen des Rates? Du hast die Beichte des Engels gehört. Mein Dienst für den Rat ist beendet. Wir haben dich geschaffen. Du gehörst uns. Du bist nicht fertig, bis du den Zerstörer gefunden und erledigt hast. Gleichgewicht, weißt du noch? Steh auf. Azrael lebt, bis er nicht mehr von Nutzen ist. Danach wirst du deine Pflicht erfüllen.
Wow. Also das war jetzt gerade ein tiefes Eintauchen in die Geschichte wieder. Ich gehe hier mal ein bisschen weg, damit ich hier ein bisschen Ruhe habe. Also so war das. Die Höllenwache hat also vorgetäuscht, dass die Siegel gebrochen werden, um die Dämonen auszuschalten. Dabei war Ultan der Schmied beteiligt. Aber eines der Siegel wurde nicht beschädigt, damit die Reiter nicht herbeigerufen worden sind. Aber trotzdem wurde Krieg herbeigerufen. Also heißt es, dass noch jemand dabei beteiligt ist. Ah. Aber was, Ultan hatte da ein spezielles Schwert. Ich habe so das Gefühl, das wird nochmal Story-relevant sein. Also meine lieben Damen und Herren, das war der Part von Let's Play Darksiders für heute. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen. Wenn ja, dann lassen Sie es mich bitte wissen. Beim nächsten Mal machen wir uns dann an die Arbeit, den letzten Strahl dann umzulenken, damit Asriel frei wird. Jetzt verstehe ich es. Er kann diesen Spangreis, in dem er steht, nicht verlassen. Gut. Bis dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich bin der 93 Jovo. I love to entertain you. Tschüss. And goodbye.